Heute werden wir die Scheitelform bzw. die allgemeine Form kennenlernen von Parabeln. Wir haben bis jetzt drei verschiedene Parabeltypen kennengelernt. Wir nehmen jetzt mal die Normalparabel aus mit dem x-Quadrat, sondern schauen uns nur die an, wo etwas mit dieser Normalparabel passiert ist. Einmal haben wir einen Wert da hinten dazu addiert, das heißt, auf der y-Achse hat sich die Scheitel nach oben bzw. nach unten verschoben. Das war der Wert, den wir da hinten dran gesetzt haben. Dann gab es diese Möglichkeit, dass wir in der Potenz, also im Quadrat, noch einen Wert abgezogen haben, dann hat sich's auf der x-Achse hin und her bewegt. Nochmal zur Erinnerung aufpassen, entgegengesetzt natürlich, gell? Also wenn jetzt hier zum Beispiel für xs2 dran steht, dann muss man das Minus mit berücksichtigen, dann schiebt sich's nach rechts und nur wenn hier in der Mitte ein Plus steht, dann nach links. Und zu guter Letzt haben wir noch den Öffnungsfaktor kennengelernt, dass sich mit den a's verschiedene Öffnungen von unserer Parabel ergeben. Also je größer der a-Wert ist, desto schmäler wird's. Und wenn es negativ wird zum Beispiel, dann wird es nach unten gekippt. Diese drei können wir jetzt alle in 1 zusammenwurschteln. Und das ist y gleich a mal und dann geht's weiter. Das heißt, ich nehme einfach alle Möglichkeiten, die ich habe, einmal eine Verschiebung auf der x-Achse, eine Verschiebung auf der y-Achse und eine Öffnung durch den Faktor a in Kauf. Moment, Moment, werden die meisten sagen, das hier kennen wir doch schon. Das ist doch eigentlich nichts anderes als das Endergebnis einer quadratischen Ergänzung. Und das stimmt tatsächlich. Das ist genau die Form. Wir hatten ja auch einen Wert vor der Klammer, hier einen Wert drin und hier einen Wert. Und dann konnte man ablesen, dass für dieses x, was hier dran steht, der minimale Terminhalt oder der minimale Termwert oder der maximale Termwert der hier ist. Und der minimale oder maximale Termwert hat sich an dem hier entschieden. Und jetzt bei dieser Scheitelform, die wir hier haben, ist es tatsächlich genauso. Hier können wir nämlich die Scheitelkoordinaten ablesen. Das war ja eigentlich auch klar. Das ist der x-Wert von meinem Koordinaten und von meiner Scheitelkoordinate und das der y-Wert. Wir machen das mal anhand von einem Beispiel. Also ich habe den Öffnungsfaktor 2, es ist 2 nach rechts verschoben und 3 nach oben. Heißt, mein Scheitelpunkt liegt bei 2 und 3. Ja? Also ich kann hier ablesen bei dieser Form, wo mein x-Wert vom Scheitelpunkt ist und hier hinten kann ich ablesen, ob mein was y-Wert ist. Da vorne kann ich ablesen, ob es nach oben oder nach unten geöffnet sein muss. Zum Zeichnen, ja, zum Zeichnen brauche ich auf jeden Fall den grafikfähigen Taschenrechner, weil gerade mit dieser Öffnungsparabel wird es schwierig. Also ich tippe das Ganze hier ein, gehe auf Table und ich erkenne hier schon, für meine Zeichnung kann ich quasi ab 0,5 hier den Wert einsetzen, 0,75 und so weiter und dann kann ich diese Parabel einzeichnen. Nun, jetzt sind wir aber immer noch nicht weiter. Was hat jetzt nochmal die Endform der quadratischen Ergänzung mit den Scheitelkoordinaten oder mit dieser Form hier zum tun? Tatsächlich ist es fast genau das Gleiche. Denn wenn man jetzt hier dieses Minimum bei diesem Beispiel nehmen würde, also das p, weil die Funktionsgleichung heißt ja p, das p-Minimum nehmen täten, dann wäre das p-min gleich 3 für x gleich 2. Und siehe da, das sind tatsächlich meine Scheitelkoordinaten. Und das stimmt auch, denn der niedrigste oder kleinste Funktionswert, den ich habe, ist 3 für x gleich 2. Und es ist nichts anderes als das, was wir bei den Scheitelkoordinaten schon längst festgestellt haben. Der kleinste Funktionswert steht hinten für den x-Wert gleich 2. Das heißt, es ist völlig identisch. Quadratische Ergänzung, das, was man da als minimalen Termwert bestimmt hat, ist nichts anderes wie jetzt in dem Fall der Funktionswert. Nur letztes Jahr haben wir halt noch keine quadratischen Funktionen gekannt. Das heißt, in dieser Form können wir einerseits den Scheitelpunkt ablesen, also die Scheitelkoordinaten, und andererseits können wir auch den minimalen Termwert bestimmen, nämlich das, was hier hinten steht. Scheitelpunkt und diese Form hängen zusammen und eben auch der minimale Funktionswert. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, auf diese Form hatte ich es ja selten, ich habe es immer auf diese Form gebracht. Tatsächlich können wir es mit der relativ leicht einzeichnen, aber es steht meistens anders dran. Wir multiplizieren das jetzt mal aus, also machen quasi die quadratische Ergänzung rückwärts. Hier steckt eine binomische Formel drin. Wer die nicht mehr kann, sollte eins der Videos nochmal anschauen, wo binomische Formeln erklärt werden. Und dann geht's weiter. Ich werde das mit 2 multiplizieren, dann 2x² minus 8x plus 8 und dann kommt zu der plus 8 noch die 3 dazu, also plus 11. Und das ist jetzt die zweite mögliche Form, die wir haben. Das eine nennt man die Scheitelform, weil man in der direkt den Scheitel oder eben den minimalen Funktionswert ablesen kann. Und das hier unten, das ist die allgemeine Form. Das heißt, so werden wir meistens eine quadratische Funktion sehen.
Und normalerweise, um eben den Scheitelpunkt zu bestimmen, müssten wir dann eine quadratische Ergänzung machen auf diesen Typen, so dass wir dann die Scheitelkoordinaten ablesen können. Nochmal kurz zum Zeigen. Wir können natürlich auch die Funktion jetzt hier direkt eingeben. Also überprüfen wir das Ganze nochmal. 2 mal x Quadrat minus 8 mal x, ich kann natürlich auch die Malzeichen weglassen, plus 11. Und wenn ich das jetzt zeichne, kommt exakt zweimal das gleiche raus, weil es von einem Graphen nur zwei mögliche Formen sind. Einmal hier aufgeräumt, dass es die Scheitelform ablesbar ist und einmal hier nicht aufgeräumt, so dass es quasi eine ganz normale quadratische Gleichung ist. Aufpassen muss ich natürlich noch mit den Öffnungsfaktoren, denn momentan haben wir hier ein p-min. Wann wird es ein p-max? Also wann ist es quasi der maximale Funktionswert? Das ist auch ganz leicht, wenn mein Öffnungsfaktor negativ ist. Dann wissen wir, dann kommt die Parabel von unten und ich habe einen höchsten Wert. Das ist auch das, was meistens man nicht verstanden hat. Aber wenn man das eben einzeichnet, ist es klar. Ist die Parabel nach oben geöffnet, habe ich einen minimalen Funktionswert. Ist die Parabel nach unten geöffnet, habe ich einen maximalen Funktionswert. Das, was ihr jetzt hier können müsst, ist einfach nur diese Form. Das ist die Scheitelform, aus der ich den Scheitel ablesen kann. Und das ist die allgemeine Form, aus der ich den Scheitel nicht ablesen kann. Aber aus beiden kann ich denselben Graphen zeichnen.